Frankreich hat mit Jahresbeginn den EU-Ratsvorsitz übernommen. Präsident Macron will in den kommenden 6 Monaten EU-Vorhaben seine Handschrift aufdrücken. Besonders auch im Hinblick auf die französische Präsidentschaftswahl im Frühjahr. Doch gibt es derzeit überhaupt Gewinnerthemen in der EU? Was kann das EU-Vorsitzland inmitten akuter Krisen tatsächlich bewirken? Darüber diskutiert jetzt Raffaella Scheidreiter in Inside Brüssel mit dem Delegationsleiter der SPÖ im EU-Parlament Andreas Schieder und der EU-Korrespondentin der Salzburger und Oberösterreichischen Nachrichten Silvia Wörgetter. Vielen Dank, Elisabeth, und einen guten Tag aus dem Fernsehstudio des EU-Parlaments in Brüssel. Herzlich willkommen zur ersten Sendung in dem neuen Jahr. Ein Jahr, das für die EU mit Krisenschlagzeilen begonnen hat, ob Omikron oder die Kriegsgefahr in der Ukraine. Frankreich vermittelt dabei in den nächsten 6 Monaten zwischen den EU-Ländern. Und was Emmanuel Macron vorhat, das bespreche ich mit meinen beiden Gästen. Aus den Reihen der EU-Abgeordneten ist Andreas Schieder zu Gast, Delegationsleiter der SPÖ. Herzlich willkommen. Schönen Danke guten fürs Tag. Kommen. Und den analytischen Beobachterinnenblick steuert Silvia Wörgetter bei, EU-Korrespondentin der Salzburger und Oberösterreichischen Nachrichten. Schönen Dank fürs Kommen auch Ihnen. Gleich heute lädt das EU-Vorsitzland Frankreich zur ersten großen EU-Veranstaltung. Die EU-Verteidigungsminister und Außenministerinnen treffen einander in der Hafenstadt Brest im Nordwesten Frankreichs. Solche Auftritte nützt Emmanuel Macron auch für den eigenen Präsidentschaftswahlkampf, der zufällig mit dem EU-Vorsitz zusammenfällt. Als proeuropäischer Macher will sich Macron präsentieren, aber zieht das Europathema noch bei seinen Wählern? Und welchen EU-Vorhaben kann er tatsächlich seine Handschrift aufdrücken? Et ensemble, Kommission européenne et présidence française. Wir sind zuversichtlich, dass wir durch die Zusammenarbeit zwischen der EU und der französischen Präsidentschaft einem positiven nächsten halben Jahr entgegenblicken können. Résolument au service des européennes. Ich bedanke mich für die guten Vorgespräche. Es kommt viel Arbeit auf uns zu in den nächsten Wochen, aber die Ergebnisse werden Europa voranbringen. Herr Schieder, EU-Vorsitz, das klingt ja zugegebenermaßen recht spröde. Wie werden denn unsere Zuseherinnen, unsere Zuseher, wie wird die Bevölkerung spüren? Woran wird sie merken, dass Frankreich jetzt den EU-Vorsitz führt? Gute Frage, denn inzwischen ist ja der EU-Vorsitz im Gegensatz zu früher eigentlich eine mehr administrative Aufgabe. Und auf der anderen Seite ist Frankreich ein wichtiges Land in der Europäischen Union, das auch dann, wenn es nicht den Vorsitz hat, natürlich eine ganz gewichtige und zentrale Rolle zu spielen hat. Und das Spannende wird sein, diese Achse Berlin-Paris, die natürlich jetzt auch durch die politischen Veränderungen in Berlin an besonderer Dynamik und Relevanz gewonnen hat, wie sich die in dem nächsten halben Jahr auswirken wird. Und das Zweite, was, glaube ich, ein vollkommenes Novum ist, ist natürlich, dass Emmanuel Macron auch Präsidentschaftswahlen inmitten dieser EU-Präsidentschaft hat und natürlich daher diese Vermischung zwischen Wahl und EU-Präsidentschaft interessant sein kann. Es kann negativ sein für Europa, weil es überschattet wird durch den Wahlkampf. Es kann aber positiv sein. Vielleicht ist ja der Druck, dass er liefern muss, umso größer, weil er ja natürlich, wenn dann die Ergebnisse vor dieser Präsidentschaftswahl sehen wird. Frau Wörgetter, was wir auch hier in Brüssel gespürt haben als Journalistinnen und Journalisten ist, dass französische Diplomaten schon vor dem Jahreswechsel recht gedrängt haben, dass zum Beispiel mehr Pressekonferenzen, mehr Presseaussendungen und mehr Veranstaltungen in Französisch abgehalten werden und weniger in Englisch. Da haben viele Expertinnen und Experten schon gemeint, ja, das sieht man, die Franzosen wollen salopp gesagt eine Show abziehen. Es geht ihnen mehr um die Form und weniger um den Inhalt. Ist die Sorge berechtigt? Dass Frankreich großen Wert auf die französische Sprache legt und als offizielle EU-Sprache, das ist bekannt. Sie haben das versucht, was ich so gehört habe, haben Sie die Versuche auch schon wieder ein bisschen zurückgenommen. Es gibt sehr viele Diplomaten, die gar nicht mehr Französisch sprechen, zum Beispiel aus den östlichen Mitgliedstaaten. Ich glaube dennoch nicht, dass es eine reine Show werden wird. Natürlich wird Emmanuel Macron das Europathema wie schon 2017 bei seinem ersten Antreten für den Wahlkampf nutzen.
Aber er hat schon unter Beweis gestellt in den vergangenen 5 Jahren, dass er tatsächlich etwas will für Europa. Und manchmal hat es sogar so ausgesehen, als wäre Emmanuel Macron der einzige oder einer der ganz wenigen der Staatenlenker, die tatsächlich ernsthafte Reformen voranbringen wollen. Und so gesehen ist ihm da eine gewisse Glaubwürdigkeit, trotz allen Wahlkampfgetöse, sicher nicht abzusprechen. Also Sie sprechen von Ambitionen und durchaus Ideen. Aber was kann er denn jetzt tatsächlich vorantreiben? Jetzt auch aus Sicht der EU-Abgeordneten. Herr Schieder, Frankreich als Vorsitzland muss er dann auch mit dem Parlament immer über wichtige Vorhaben diskutieren, einen Kompromiss ausloten. Aus Ihrer Sicht, was ist das wichtigste Vorhaben, das Emmanuel Macron, das das Vorsitzland Frankreich jetzt vorantreiben und durchbringen soll? Das Spannende wird sein, diese Konferenz zur Zukunft Europas. Ob es gelingt, dort vielleicht jetzt nicht schon fixe Ergebnisse, aber die Pflöcke so einzuschlagen, gemeinsam mit der französischen Präsidentschaft, dass man sagt, Europa schafft es wirklich, diese ganzen Einstimmigkeitsblockaden und diese Dinge über Bord zu werfen und einen Schritt zu machen, dass es dynamischer wird. Negativ würde ich sagen, ist zum Beispiel gerade diese Diskussion über Taxonomie und Atomenergie, weil ja da gerade Frankreich einer der Pusher wird. Und, also da muss man kurz vielleicht erklären, die EU-Kommission hat jetzt vorgeschlagen, Atomkraft, aber auch Gas als nachhaltige Energien zu bewerten, um damit auch Investoren mit diesem Ökolabel etwas anzulocken. Aber ist das nicht vielleicht schon der erste große Punkt für Emmanuel Macron, noch bevor er die Präsidentschaft übernommen hat? Vielleicht spielt das in Frankreich eine große Rolle. Ich finde aber, Emmanuel Macron im Gegensatz zu seinem ersten Antreten hat sehr viel an Luck ab. Haben wir erlebt. Also er ist doch als Reformer gestartet. Viele seiner Reformen in Frankreich sind eigentlich stecken geblieben. Und stattdessen ist schon noch eine große soziale Frage übergeblieben in Frankreich. Er wird trotzdem der bessere Kandidat sein aus meiner Sicht im Vergleich zu was sich so am rechten Rand in Frankreich abspielt. Aber er hat, glaube ich, viel an seinem Image und seinem Elan eingebüßt. Und vielleicht braucht er jetzt auch Europa, damit er wieder sich mit Energie aufladen kann. Frau Wörget, da hat man quasi auch als französischer Präsident jetzt inmitten einer Omikron-Welle, hat man da überhaupt Zeit, sich viel um Europa zu kümmern? Ich denke, dass ein großes Land, ein Riesenland wie Frankreich, so einen großen Apparat an Beamten, an Diplomaten hat, dass sich der Präsident für die Dinge, die ihm wichtig sind, durchaus freispielen kann. Ich bin jetzt nicht so sehr in der französischen Innenpolitik firm, dass ich beurteilen könnte, wie sehr die soziale Frage jetzt eine Rolle spielt oder nicht. Wenn ich mir anschaue, wie Anne Hidalgo performt im Moment, dann scheint diese soziale Frage zumindest von der sozialdemokratischen Bürgermeisterin und Präsidentschaftskandidatin nicht besonders genutzt zu werden, denn sie grundelt irgendwo bei, glaube ich, 4, 5, 6% in den Umfragen herum. Die Frage ist, wie viel Macron jetzt wirklich weiterbringen kann in diesen doch nur halben Jahr oder nur 3 Monaten, denn man darf ja nicht vergessen, gewählt wird im April und bis dahin muss er liefern. Also das ist reichlich wenig Zeit. Sie haben schon angesprochen, die Achse mit Berlin, mit dem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz und vor allem auch mit den grünen Koalitionspartnern. Das wird interessant werden und die erste große Bewährungsprobe wird sein, wie weit er kommen wird mit seinem Anspruch, aus Europa endlich einen souverän agierenden globalen Akteur zu machen, der auf Augenhöhe mit den USA und auch ohne die USA kann. Und wenn man sich ansieht im Moment, wird Europa von Wladimir Putin in der Ukraine-Krise nicht einmal ernst genommen. Also da wird jetzt die erste Bewährungsprobe, denke ich, auf ihn zukommen. Ja, was Sie ansprechen, Herr Schieder, es ist diese Verteidigungssouveränität, die Emmanuel Macron anstrebt. Aber was kann denn da tatsächlich, wir haben es angesprochen, heute treffen sich auch die Verteidigungsministerinnen und Minister in Brest. Da geht es um die Frage, wie strategisch autonom, wie gut aufgestellt will die EU sein in Sachen, in Fragen der Verteidigung. Was kann da tatsächlich herauskommen, Herr Schieder? Ein neutrales Land wie Österreich, will das aufrüsten? Nein, und ich glaube auch, dass Aufrüstung nicht der Weg durch diese Krise durch ist, sondern ganz im Gegenteil. Aber der Punkt ist ja, das ist ja auch eine diplomatische Krise, die wir sehen. Also sowohl Kasachstan als auch Weißrussland, als auch die Ukraine-Entwicklung zeigt ja, da spielt sich einiges ab. Und leider ist Europa
neben der Spur. Das ist eine Diskussion, die zwischen Russland und den USA, zwischen der NATO und Russland da abgeführt wird. Und Europa ist eigentlich gar nicht da. Und wer hätte aber ganz dringend, finde ich, die Rolle des zivilen Verhandlungspartners, also der die wirtschaftlichen Fragen einbringt, der die zivilen Fragen einbringt, der vielleicht auch wieder Rüstungskontrolle ganz oben hinschaut. Weil das ist natürlich in der globalen Frage ein zentraler Punkt. Und da habe ich auch keine französische diplomatische Initiative gemerkt. Ich muss zugeben, auch noch die Frau Baerböck aus Deutschland auch noch nicht aufgefallen ist. Da wäre es notwendig, und man muss auch sagen, auch der hohe Repräsentant nicht sehr auffällig war, da muss Europa einfach sich stärker einbringen in diese Themen. Und da ist die Frage der Verteidigungsunion, die Macron so gerne in den Vordergrund stellt, eigentlich nicht die dringende Frage, sondern die Frage ist, wie wir jetzt diese Konflikte auch lösen. Und da muss ich auch Europa, finde ich, als Dialogpartner ganz dringend einbringen. Also da muss ich Ihnen ein bisschen widersprechen. Macron hat sehr wohl letzte Woche davon gesprochen, dass man dringend in intensiven Dialog mit Russland treten müsse. Das hat er mehrfach betont. Er hat auch angesprochen, was Sie jetzt gefordert haben, nämlich Gespräche über Rüstungskontrolle. All das war in seinem Paket drin. Aber Dialog heißt ja nicht, und das wird in Österreich, finde ich, oft falsch verstanden, dass man ein Knicksal macht vor dem Herrn im Kreml. Und wenn zum Beispiel so wie Österreich fordert, dass man Nord Stream 2 so schnell wie möglich aufsperren. Also die Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland. Genau. Dann spielt man damit natürlich dem Herrn im Kreml eine Karte zu, anstatt dass man sich das in der Hinterhand behält, um ein wirksames Sanktionsgebäude zu errichten. Ich gebe Ihnen bei dem einen Punkt recht. Bei dem anderen Punkt muss man schon eins auch sagen, dass natürlich wir auch mal verstehen müssen, dass die Ukraine-Politik der Europäischen Union zu versuchen, die möglichst rasch in die Europäische Union hineinzuholen, natürlich auch nicht geschickt ist. Das hat die Ukraine damals vor eine Zerreißprobe mit Janukowitsch gestellt intern und hat natürlich auch Teile dieser Ängste der russischen Seite ausgelöst. Also das muss man ja sagen, dass diese NATO-Erweiterungsstrategie meiner Meinung nach schon noch überbordend war. Auf der anderen Seite, und das ist das Schwierige an internationaler Politik, ist es, dem Herrn Putin geht es ja nicht nur um die NATO vor der Haustür, sondern der will ja an sich in der Region aufräumen und seine Macht zementieren. Das heißt, diese Argumente sind ja auch zum Teil nur vorgeschoben. Und aus dem heraus wird man beides brauchen. Dialog und ganz eindeutige Positionierungen, was Sanktionen und diese Möglichkeiten betrifft. Jetzt haben wir die Frage schon sehr breit beantwortet. Kommen wir jetzt nochmal zurück zur Rolle Frankreichs in den nächsten 6 Monaten. Frau Börgeter, auch an Sie die Frage, die ich Herrn Schieder gestellt habe. Wo glauben Sie, bei welchem Vorhaben kann sich Frankreich am stärksten einbringen? Welches Vorhaben wird Emmanuel Macron versuchen, am schnellsten voranzutreiben? Wir haben schon gehört, Migration. Er will damit auch in gewisser Weise zu Hause bei den Wählerinnen und Wählern punkten. Budget ist auch immer ein Thema. Wie geht es mit den Schulden? Ist auch für Österreich ein Thema? Ja, das ist auch für Österreich ein Thema. Und da wird es wahrscheinlich krachen zwischen, denke ich mir jetzt mal, der Achse Macron und Mario Draghi in Rom. In der Konfrontation mit den sogenannten Frugalen. Ja, denen also auch Österreich angehört. Ja, denen auch Österreich angehört. Die Frage ist, wo sich Olaf Scholz, der SPD-Bundeskanzler, in dieser Frage positionieren will. Macron hat ja ganz klar erklärt, und Draghi auch, sie wollen die starren Schuldenregeln der Union, die Maastricht-Regeln, den Stabilitätspakt, sie wollen den lockern und sie wollen dadurch eine massive Offensive auslösen der öffentlichen Hände, vor allem für Digitalisierung und Klimaschutz. Und damit wird Macron auch innenpolitisch punkten wollen. Da wird er, also diesen Stabilitätspakt, den will er ganz sicher noch vor der französischen Präsidentschaftswahl am 10. April ist der erste Durchgang, in trockenen Tüchern haben. Also bei den Schuldenregeln, das wird ein großes Thema. Herr Schieder, wie ist es denn mit der Rechtsstaatlichkeit? Die EU-Kommission ist immer wieder mit Polen und Ungarn im Clinch, was Defizite der Rechtsstaatlichkeit angeht. Jetzt wählen wir ja nicht nur in Frankreich, sondern wir wählen jetzt im April ja auch in Ungarn. Kommen da auf die EU-Umwälzungen zu? Ich, wenn wir die Wahlen in Ungarn ansprechen, ich hoffe,
Und so wie es ausschaut, entwickelt sich das ja auch langsam zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Makisei und Orban. Dem Herausforderer von Viktor Orban. Genau, der Catch-all-Herausforderer, also die gesamte Opposition steht ja hinter diesem Kandidaten. Das kann sehr spannend werden und zeigt ja genauso wie auch in Polen, wo die Leute ja schon noch ein bisschen angefressen sind auf ihre eigenen Regierungen, weil dieser antieuropäische Kurs natürlich auch zu vielen Nachteilen vor Ort führt. Emmanuel Macron hat ja dieses Thema auch in seiner Präsidentschaft angesprochen, dass er da was weiterbringen will. Und ich denke mal, da muss man auch ganz klar machen, da geht es eben auch nicht um Dialog und einen Kompromiss finden zwischen Polen und der ungarischen Regierung und der EU-Kommission auf der anderen Seite, sondern da geht es um Rechtsstaatlichkeit, da ist kein Kompromiss zu finden, sondern das sind ganz klare Werte, die muss auch die ungarische oder die polnische Regierung akzeptieren und verstehen. Lernen. Und da erwarte ich mir von ihm, dass er da auch klare Kante, wenn man so will, macht, weil das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt braucht Emmanuel Macron, aber auch Viktor Orban, um seine, wir haben es schon angesprochen, um seine Taxonomiepläne auch zu verabschieden, quasi dass Atomkraft als grün und nachhaltig deklariert werden soll. Wird das vielleicht ein Abtausch werden? Emmanuel Macron äußert sich nicht zu den Wahlen in Ungarn oder zu einem möglichen Gegenkandidaten von Viktor Orban und bekommt dafür von Viktor Orban Zustimmung zu Atomkraft-Labeln, grünes Label? Ich glaube, Emmanuel Macron braucht keine Zustimmung mehr von Viktor Orban zum Atomkraft-Label als nachhaltig. Ich denke, die Kuh ist aus dem Stall und dieses Label wird es geben. Es beschädigt die Glaubwürdigkeit dieser Taxonomie, also wir sagen eines grünen Ökopickals für private Investitionen. Es wird ansonsten, denke ich, nicht sehr viel ändern. Atomkraft ist zu teuer, interessiert Investoren in Wahrheit nicht wirklich, mit oder ohne grünem Label. Es mag in Frankreich ein Sieg für Macron sein. Aber es kommt auch der Einsatz von Atomkraft für die Klimaschutzpläne der Europäischen Union viel zu spät. Wir haben uns als Ziel gesetzt, als Europäische Union bis 2030, also in nur 8 Jahren, -55% der Treibhausgase einzusparen. Bis ein neues Atomkraftwerk ans Netz gehen kann, vergehen mindestens 6 bis 10 Jahre. Das geht sich nie im Leben aus. In Frankreich wird ein Atomkraft gerade gebaut, Flamanville 3. Das ist jetzt, glaube ich, mit 10 Jahren in Verzögerung. Die Kosten sind explodiert von 3 Milliarden auf 19 Milliarden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es diese Renaissance der Atomkraft in Europa geben wird. Auch im EU-Parlament regt sich ja Widerstand gegen diese Taxonomie, gegen dieses Einordnen der Atomkraft. Aber vermutlich wird dieser Taxonomievorschlag von der EU-Kommission von den Ländern so angenommen werden. Aber weil wir jetzt über das EU-Parlament sprechen, Herr Schieder, Ihr Haus, Ihre EU-Institution hier trauert. EU-Parlamentspräsident David Sassoli ist vor 2 Tagen überraschend 65-jährig verstorben nach einer schweren Störung des Immunsystems. Wenn wir an ihn erinnern, welche Handschrift hinterlässt David Sassoli hier in diesem Haus? Wie hat er die vergangenen 2 Jahre geprägt? Was wird von ihm hier in diesem Haus bleiben? Ich denke mir sehr viel, denn er hat natürlich eine ganz andere Agenda gehabt, als er gewählt worden ist. Und dann kam die Corona-Krise. Und die Hauptaufgabe war, die Handlungsfähigkeit des Europäischen Parlaments, doch ein riesiges Parlament, multinational, das heißt, von dieser Krise besonders betroffen, nicht nur sicherzustellen, sondern gerade auch in der Krise sicherzustellen, dass das Parlament schnell und rasch die notwendigen Krisen-Covid-relevanten Beschlüsse fassen kann. Und das finde ich, das ist wirklich sein großes Vermächtnis, dass er das Parlament hier etabliert hat, dass es handlungsfähig war, dass es handlungswillig und schnell handeln konnte. Es ist ein menschliches Drama, dass quasi seine Präsidentschaft von der Covid-Krankheit und von seiner eigenen Erkrankung überschattet war. Und ich möchte auch sagen, es ist auch so, er war als Präsident sehr elegant und bedacht auf diese Fragen. Und er war aber im menschlichen Umgang, als Kollege quasi in den Sitz rein, auch darüber hinaus noch ein sehr humorvoller, sehr interessierter, sehr, sehr offener, warmherziger Mensch. Und das ist natürlich in einer Covid-Zeit so eine Sache, die ein bisschen untergeht, weil man natürlich in Online-Konferenzen weniger
diesen Austausch trifft. Das heißt, es hat schon alle betroffen gemacht hier im Europäischen Parlament. Man hat es ja auch gemerkt, weit über die Fraktionsgrenzen hinaus und auch die Mitarbeiter im Haus, die auch sehr viele sind, die waren da schon sehr betroffen. Seine Amtszeit wäre turnusmäßig Ende Jänner ausgelaufen. Und nächste Woche, so war das auch planmäßig vorgesehen, sollen die EU-Abgeordneten, Frau Wörgeter, auch einen neuen Präsidenten wählen oder eine neue Präsidentin. Es gilt die Maltesin Roberta Metsola, eine Christdemokratin, eigentlich als gesetzte Kandidatin. Vielleicht für unsere Zuseherinnen und Zuseher, was erwarten Sie? Wird sich unter einer Präsidentin, Parlamentspräsidentin Metsola, das Zusammenspiel mit den EU-Ländern, mit der EU-Kommission, wird sich daran etwas Großes ändern? Wie wird das die Bevölkerung spüren, dass da jemand anderer an der Spitze des EU-Parlaments steht? Ja, sie wird ja ihr Programm erst vorstellen, deshalb kann ich jetzt da noch nicht zu viel prophezeien. Aber ich denke, allein die Tatsache, dass es sich um einen Generationenwandel handelt, eine relativ junge Frau, ich glaube, sie ist knapp über 40, eine Frau, die erste Präsidentin des EU-Parlaments war eine Frau, aber seither gab es nicht viele, auch das bringt eine ganz neue Perspektive in dieses Amt ein. Und dann ist sie eine Präsidentin des EU-Parlaments, die aus dem kleinsten Land der EU kommt. Und auch das, denke ich, schafft eine spezielle andere Perspektive, als wenn die Präsidentin, der Präsident dieses Hohen Hauses aus einem großen Mitgliedstaat kommt. Kleines Land, auch Österreich bekommt zwei Vizepräsidenten, Ottmar Karas von der ÖVP und aus den Reihen der SPÖ Evelyn Regner. Nächste Woche wollen die EU-Abgeordneten quasi diesen Vorschlag formal noch abstimmen und diesem zustimmen. Nächste Woche, in zwei Wochen, gibt es dann auch wieder Inside Brüssel. Für unsere Sendung ist für heute zu Ende. Ich danke Andreas Schieder, Delegationsleiter der SPÖ. Danke fürs Kommen. Und Silvia Börgeter, Korrespondentin der Salzburger und Oberösterreichischen Nachrichten. Vielen Dank fürs Kommen und Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse. Im Namen des gesamten Teams noch einmal danke für Ihr Interesse. Ich darf zurückgeben zu Elisabeth Vogel in das ORF3-Studio nach Wien. Dankeschön, Raffaela Scheidreiter aus Brüssel mit Inside Brüssel.